Oh. An ganz fiesen Stellen steigt er dann aus. Aber er hat bis jetzt einen echt harten, geilen Job gemacht, muss man sagen. Nein. Ich lasse ihn jetzt nochmal mitarbeiten. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Snowrunner of a Truck Simulator auf dem PC, Folge 449. Es geht weiter. Die Stelle weiß ich nicht, ob wir die vielleicht nicht doch lieber alleine fahren sollten. Aber passt. Ja, wir wollen immer noch die Werkstätten in Ordnung bringen auf der Map Tschernokamensk. Eine absolut beschissene Mission, Alter, ganz ehrlich. Das ist so ein Mist an Materialien, die man da braucht. Die man einfach nirgendwo herkriegt. Der Weg ist erstmal, wir müssen jetzt erstmal uns um den Weg kümmern. Dass da aber auch eine nicht reparable Brücke ist, Alter. Das ist doch wieder der größte Unfug, Alter. Als ob... War hier nicht ein Anhänger-Shop zufällig oder so? Nee. Kacke, der Anhänger-Shop ist hier. Ist es. Ja, da ist er. Danke, Soil plant, ja, aber er ist da. So weit reicht's ja nicht, ey. Wir haben erst dieses bisschen geschafft. Wir müssen auch so viel schaffen, Alter. Wir haben schon so viel Tank verloren. Ich würde nur gerne mal interessieren, was passiert, wenn ich den Kollop jetzt ausmache. Ah. Ich hätte gedacht, dass der gar nicht mehr vorankommt. Ja gut, jetzt wird das aber nicht mehr hinkriegen hier. Wenn der Motor angeht beim Kollop, dann ist hier aber, dann läuft das natürlich, aber... Na cool, dann können wir sogar noch, solange die Straße noch so einfach ist, können wir vielleicht noch auf den Kollop-Motor verzichten. Dann schaffen wir vielleicht ein bisschen mehr Piste. Wenn wir dann die Straße in Ordnung gebracht haben, können wir den P12 noch aus dem Dreck ziehen, die Ladung wieder aufladen, die kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Immer weiter. Komm, mein Lieber. Guck mal, der zieht den echt gerade komplett alleine. Ah, jetzt kommt hier ein bisschen Eis. Das will er wahrscheinlich nicht. Ich meine, das ist kein schwerer Truck, oder? Der Zorf ist doch kein schwerer Truck. Aber der arbeitet so wie einer. Der zieht gerade... einen ausgeschalteten Kollop plus 8 Slot-Anhänger alleine. Und der Haargang säuft nicht ab. Ja, da gibt es sogar noch mehr Gas, aber so verbraucht er auch deutlich mehr, muss man sagen. Das schalte ich gleich wieder runter. Ja, jetzt verbraucht er viel.
bin wieder stark beeindruckt von dem. Den benutze ich jetzt vielleicht auch wieder häufiger. Jetzt habe ich den so gesehen wiederentdeckt. Digga, wann sind wir den letzten Mal gefahren? Vor 400, vor 300 Folgen oder so? Keine Ahnung. Sehr lange her. Okay, jetzt brauchen wir den Kollab. Hat er irgendwo festgehangen. Stecken bleiben, genau. So wird das doch was. Ah ja, und da sind wir mit dem mit dem Caterpillar konnten wir da einfach übers Ufer fahren. Wo würde ich denn da rauskommen? Hier. Ah ja, genau. Das bringt uns ja jetzt nichts. Wir müssen ja leider da hinten hin. An den letzten Arsch, Alter. An den letzten Arsch der Welt. Bergauf lasse ich es nochmal. Ah, da braucht der Kollab auf jeden Fall leider noch seine Anteilnahme. Jeder muss hier arbeiten. Aber ich denke, wir haben schon ganz gut was eingespart dadurch. Problem ist, es ist immer noch zu lang. Wahrscheinlich muss ich einen der Caterpillar auch wieder hierher holen. Dann auch den ganzen Weg nochmal hinterher fahren, ey. Kacke. Aber SnowRunner ist nun mal ein Hardcore-Game. Wenn auch aktuell ohne aktivierten Hardcore-Modus, aber als ob, Alter, dann wäre es ja nochmal. Also dann hat das ja gar nichts mehr damit zu tun, irgendwie vernünftig zu sein. Dann ist das Game einfach nur noch skrupellos, ey. Okay, wieder ausmachen. Du merkst halt fast keinen Unterschied, wollte ich gerade sagen, aber jetzt merkst du schon einen. Ja, man merkt, er ist einfach zu leicht, der Dings. Da fehlt ihm einfach das nötige Gewicht. Gut, hier braucht er den. Da merkst du auch deutlich einen Unterschied, ne? Wenn der Kollab noch mal mit anzieht hier. Der Kollab trotzdem schon mehr verbraucht. Die Tanks sahen jetzt auf den ersten Blick ein bisschen leerer aus schon. Aber cool, dass er trotz des Ziehens gerade nur 11 Liter hier schluckt, ne? Finde ich super. Mega nice. Wir können auch noch das Gespann mit abgeschaltetem Motor ziehen. Was ist denn das für ein Truck? Warum habe ich den so lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt? Der war super. Und ich habe ja noch einen anderen Adsorf mit 5 Achsen sogar. Soll aber nicht ganz so geil sein. Weil ich mit dem nie Probleme hatte sogar. Also. Angeschaltetem Enginator. Ist auch wieder gefährlich hier. Klar.
Jetzt wird es wieder richtig schön dunkel. Die Zeit vielleicht gleich mal vordrehen. Habe ich nämlich keinen Bock drauf. Mag auf jeden Fall für nix Spiel. So, die Stelle hier, die kennen wir ja jetzt schon. Die war jetzt, glaube ich, nicht ganz so geil, war. Boah, guck mal, wie tief das hier ist. Wie sie nicht juckt. Ich lenke die ganze Zeit nach links und er fährt einfach schnurstracks geradeaus in dieses Feld rein, ey. Willst du mich verarschen? Ah, hier muss der Kollab jetzt durchgehend arbeiten, das bringt gar nichts. Jetzt muss ich der vom Kollab anschieben lassen, weil er es alleine nicht schafft. Oh, ey, dieses Stadtlager ist auch der letzte Schrott, ne? Wer baut das schon wieder dahin, wo man es am wenigsten braucht, ne? Kann doch nicht wahr sein. Immer schön weiter, come on. Da ist es ja schon. Ja, der Azov geht in den fünften Gang. Obwohl der Kollab gerade nichts macht. Ah, hier nicht mehr. Ah. Okay. Hier macht er gar nichts mehr. Ganz fiesen Stellen steigt er dann aus. Aber er hat bis jetzt einen echt harten, geilen Job gemacht, muss man sagen. Nein. Ich lasse ihn jetzt nochmal mitarbeiten. Wir müssen jetzt mal gucken, wie viel wir jetzt wirklich eingespart haben mit dem Kollab, wie viel der noch hat. Wenn er noch ungefähr genauso viel hat wie der hier, dann könnten wir sogar der Tankstelle ziemlich nahe kommen. Dann brauchen wir den Caterpillar nicht hier hinfahren, sondern nur... Ja, theoretisch, ja. So, mal gucken. Ich stelle den direkt hier ab. Oh, der hat noch 250. Das Konzept ist aufgegangen, Alter. Problem ist, dass wir alleine hier ja jetzt ewig viel Sprit verbraten. Also wir werden hier mit unter 200 rauskommen. Das ist ein Problem. Ich probiere diesmal von der anderen Seite vielleicht. Ja, was kommst du mir jetzt mit Problemen, Alter? Jetzt fahr.
Ganz genau. War kein Tankanhänger, oder was? Wäre schön gewesen. Ja, ist viel einfacher. Sehr gut. So, eine super Kurve hier. So. Damit sollten wir zwei Brücken in Ordnung bringen können. Genau das, was wir brauchen. Um erstmal den Hauptweg freizuschaufeln. Naja, komm. Das hier, ist das hier nicht ein Dingsanhänger? Auch nicht. Alles nur Attrappe, Alter. Na guck mal, haben wir sogar noch über 200 Liter hier übrig und können uns jetzt schon auf den Weg machen. Haben sogar noch ein paar Minuten hier. Nice. Weil wir jetzt sehr sparsam sind mit dem Urlaub, dann schaffen wir es ja vielleicht sogar durchzufahren zur Tankstelle. Aber es ist noch ein ganz schöner Weg hier. Ich glaube sogar, dass der Kollop zuerst schlapp macht. Nicht der Kollop, der Azov. Der macht zuerst schlapp. Problem ist, die Route ist nämlich hier auch nicht unbedingt gut. Komm, gib alles. Boss! Noch mal gucken. Ich muss pünktlich ausmachen. Ich muss heute noch ein bisschen was schneiden, muss noch ein paar andere Sachen erledigen. Ja, eine Folge kann ich dann auch noch machen. Dann haben wir heute, was die Mission angeht, gar nichts geschafft. Wir haben zwar ein paar Sachen hier in Bewegung gesetzt, aber irgendwie ist das nicht gerade zufriedenstellend, muss ich ganz ehrlich sagen. Stelle schaffst du. Komm, bis da runter und dann macht der Kollab, okay?
Digga, der kommt da auch so durch. Na gut, sobald der Truck drin steckt, dann wird es zu schwer wahrscheinlich, ja. Aber beachtlich. Mach mal den Call-Up nochmal an hier. Jetzt hat er auch aufgegeben. Alleine wäre aber hier komplett durchgekommen, ey, Wahnsinn. Was soll man da sagen? Ja, wir sind halt leider auch noch nicht mal bei der Brücke. Das dauert schon länger, als man denkt. Oh, kommt jetzt wieder das Problem mit dem... Oh nein. Ich hatte es ganz vergessen, dass wir hier richtig Probleme mit aufsetzendem Anhänger kriegen. Hat das schon erreicht? Nee. Ja. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, geht's hier in der nächsten Folge weiter. Schauen wir mal, wer dann kommt. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.